gespeichert. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum 31. Part von gespeichert. Let's Play Anno. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich gegen irgendjemanden Krieg anfangen soll. Also sicher nicht gegen die Beryl. Das wäre nicht so geil. Aber ich habe mir überlegt, meine Allianz zu brechen und Prinzessin King aus der alten Welt zu vertreiben, weil mein Militär ist doppelt so gut wie ihres, meine Wirtschaft ist auch mehr als doppelt so gut wie ihres. Und ja, ich muss irgendwie dann bald mal probieren, eine dritte Insel zu besiedeln. Weil hier, ja, fehlt Brot. Wir brauchen Brot. Ha! Haben wir denn überhaupt eine Bäckerei? Haben wir? Wie viel Getreide haben wir denn? Null. Wow. Stark. Machen wir eine Getreidefarm hier. Oh. Wieso? Kannst du mir mal Arsch lecken? Das können wir schön hier so runterziehen. So. Wunderprächtig. Hat es ja noch. Ja, viel kann ich nicht mehr machen. Das hier unten, dann machen wir noch eine. Machen wir direkt nochmal eine Getreidefarm hier, komm. Ich ja. Höre von meinen Täubchen nicht immer, was ich über dich. Ja, das ist nicht mein Problem. Irgendwann werde ich dich sowieso zur Strecke bringen, du blöde Kuh. Und irgendwann muss ich sie ja vertreiben. Ich werde der Letzte sein, der hier übrig bleibt und Geschäfte macht. So. Ein paar Getreidefämmchen mehr. Passt. Wie viel Attraktivität haben wir denn hier? 90 nur. Einmal und nie wieder. Kultur haben wir halt nichts, ne? Ist es hier mit der Kultur? Können Sie mir vielleicht irgendein Restaurant empfehlen? Nee. Kann ich nicht. Ja, hier möchte ich halt keinen Zoo machen. Und daher muss ich auch keinen Besucherkai machen. Weil hier gibt es halt keine Attraktivität oder so zu holen, ne? Das gibt's hier nicht. So. Geht das Brot ein bisschen hoch? Ja, muss jetzt dann bald mal. Weil die Handwerker haben bald mal alles, was sie brauchen. Außer halt hier Pelzmäntel. Aber ich weiß nicht, ob es das braucht, um sie zu Ingenieuren zu machen. Jagdhütte. Das braucht Bauern. Okay, ja. Den habe ich mehr als genug. Es fehlt an Arbeitskleidung. Wie viel Arbeitskleidung haben wir denn hier? Auch nur 3 Tonnen. Wow. Guckt mal, ich habe so schlecht gebaut hier. Ich könnte so viel mehr Häuser hier haben. Aber ich habe einfach schlecht gebaut. Ich muss das dann irgendwann mal ändern. Aber mein Fokus liegt jetzt eher auf dieser Insel hier. Hier unten ist eine Aufgabe von Willy. Du schaffst das. Arbeite dich hoch von ganz unten. Eine Geleitschutzaufgabe. Ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Okay. Es gibt gut Asche. Hi. Der Schoner. Macht der Damage? Nee, dann kann der auch hier bleiben. Der Falke ist bereit. Der Rest kommt mit. So. Vielleicht entdecken wir hier hinten ja noch eine neue Insel. So, die Flotte kann sich mal auf den Weg machen. Und dann gucken wir. Hi. Die Clipper. Gucken wir hier mal ein bisschen. Was suchst du denn? Es gibt keine Nachfrage für Waren. Schön. Es kosten bei dir 120 Tonnen Bretter. Steht kein Preis. Was suchst du hier? Was ist das? Schaden wird repariert. Sie sucht auch nichts. Madame Kahina sucht was? Ich sehe, Pelzmäntel. Dass du auf der Suche bist. Oh, hier wäre noch eine unbesiedelte Insel. Hier sind anbaubar. Salpeter, Hopfen, Getreide und Kartoffeln.
Das wäre eine Überlegung wert, dort gespeichert. Was zu machen. Hier könnte ich halt eine riesengroße Kolonie bauen, ne? Hier gibt zwar nicht so viel Zementvorkommen und Eisenvorkommen hat es hier. Hier noch ein bisschen was, dann könnte ich eigentlich hier sozusagen die Bewohner machen und dann hier hinten Produktion. Das wäre eine Überlegung wert, definitiv. Dann hätte ich hier in der Mitte noch ein bisschen was. Und könnte ein bisschen was aufbauen sozusagen. Was ist denn hier? Ah, das ist das Gefängnis. Mit Abschaum zu arbeiten, sich aber nur vor Gott und der Königin zu verantworten. Was ist das denn? Kupfer. Er sucht Seife. Wir könnten dem ein bisschen Seife verkaufen. Wie viel haben wir denn davon? 251 Tonnen. Neue Befehle, Admiral. Dann nehmen wir 50 Tonnen Seife mit. Neue Ziele. Gehen wir dahin. Ist das nicht mein Flaggschiff? Ne, das ist mein Flaggschiff, ne? Die Ariadne. 18 km/h hat die und das hier. 18,7 maximal. Ja, es geht. Die hat jetzt auch eine Aufgabe für mich. Da warte ich aber noch. Jetzt haben sie plötzlich alle Aufgaben für mich, die Wichser. Anständige Stadt. Attraktivität. Ja. Ja. Eine Reise. Einmal. Ja, es ist ja auch keine Besucherstadt hier. Selber schuld, blöde Kuh. Bist du effektiv selber schuld, du blöde Kuh. Laden verzögert sich. 10.000. Oh. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir effektiv nicht leisten. Was haben sie denn hier versenkt? Sollte ich hier Piraten führen? Ja. Die Militär, ne, ist halt... ich weiß ja nicht, ob ich die Allianz brechen soll und die kaputt machen. Da könnte ich ja sozusagen ihre Kolonie übernehmen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich einen Krieg gewinne, aber was passiert jetzt zum Beispiel, wenn ich diesen Kontor zerstöre? Dann würde das hier alles mir gehören, ne? Könnte ich hier überhaupt den Krieg ankündigen? Krieg erklären. Mit Beryl eine Allianz wäre noch cool. Oh, äußerst gering. Okay. Willy? Leicht erhöht. Ich kann dich nicht hören. La 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 la. So, hier meins. Er will Geld dafür. Hast du denn alles vergessen, was jetzt ich... Jetzt ja mal ganz schön am Arsch lecken. Machen wir ihm ein Kompliment. Dich werde ich früher oder später auch kaputt machen, mein Lieber. Früher oder später mache ich dich ebenfalls kaputt. So, das Schiff hier geht noch wie lange? 2 Minuten. Gut. Ja, die baut ja richtig. Hier, 3 Kanonentürme. Ne, 4. Ne, 3 Kanonentürme, eine Geschützstellung, ein Depot. Was bringt denn ein Depot? Was bringt das denn? Erhöht die Lagerkapazität auf der Insel. Oh. Dann machen wir das. Dann machen wir das doch. Jetzt ist das Lager ein bisschen höher. Erhöht die Lagerkapazität auf der Insel. 20 Unterhalt. Geht jetzt noch, ne? Geht jetzt eigentlich noch. Hafenmeisterei, Geschützstellungen habe ich 5 und Kanonentürme ebenfalls 5. Ist schon geil gebaut, ne? Hier die Geschützstellungen und hier vorne die Kanonentürme. Also wenn mich jemand angreift, dem geht's nicht gut. Effektiv nicht. Was ist hier? Das Lager ist voll. Das Lager ist voll, dann machen wir hier halt auch ein Depot. Das können wir sogar so machen, das finde ich eigentlich nicht mal so schlecht. So. Gut. Ich
frage mich aber immer noch, was das hier unten bedeutet. Spielstand gespeichert. Kein Plan. Naja, mein Streben verfängt sich zumeist in das Brot ist immer noch das Problem, ne? Da müssen wir was dagegen machen. Ich habe eine Bäckerei, eine Mühle und 4 Getreidefarmen. Wie sieht es denn jetzt mit dem Getreide aus? Haben wir 9 Tonnen. Mehl haben wir auch mehr als genug. Dann mache ich lieber noch 1, 2 Bäckereien. Hier hat noch schön eine Platz und... Schiff vom Stapel gelaufen. So, jetzt haben wir 3 Bäckereien. Was ist los? Mehr als bereit. Achtung! Dulcinea. Was ist denn hier los? Fotografieren? Wieso soll ich das fotografieren? Wie kann ich denn überhaupt Fotos machen? Neue Befehle? Wie mache ich denn Fotos? Keine Ahnung. Ein Schiff der Majestät. Kann ich das angreifen? In die Takelage. Ich kann keinen Krieg gegen die Königin beginnen, ne? Fotografieren. Wie fotografiere ich den Scheiß denn? Oh! In eine andere Region begeben. Dann warte ich, bis das Schiff auch fertig ist. 10 Minuten geht es noch. Und dann... Oh, hier sind wir angekommen. Mehr als bereit. Nee, noch nicht. Das kann, muss ich auch fotografieren. Wieso denn? Ist ja gar keine Aufgabe oder so. Mache ich denn Fotos? Steuerung. Ah, mit Punkt und Komma kann ich die Gebäude drehen. Ich weiß nicht. Wo kann ich denn die Fotos machen? Lol. Wieso seid ihr stehen geblieben? Wieso sind die Zieh da stehen geblieben? Neue Befehle? Sag mal, habt ihr sie noch alle, oder? Oh. Fotografieren. Ja. Wie auch immer ich das mache. Oh, wir brauchen Arbeiter. Das Gras auf der Aber dann müssen die Bauern wieder ein bisschen zufriedener sein, sonst geht das Ganze nicht. Ich habe 2 Schäfereien und 2 Webereien. Ich brauche wohl eine neue Schäferei. Kann ich die hier bauen? 1, 2, 3, so. Dann haben wir noch eine Weberei. Die machen wir wo? Ja, der hat da keinen Platz. Ja, das ist auch nicht so. Eigentlich hier so machen. Und so mit dem Weg verbinden. Zu viele Transporter. Ja, es kostet halt 10.000. Ich kann mir das nicht leisten. Also ich kann schon, aber ich muss fast, ne? Guck das mal an. Fuck, ey. Das ist mit der Geleitschutzaufgabe. Ein bisschen weiter nach drüben muss ich da noch. Jetzt gespannt. Es geht nur noch 19 Minuten und ich bin erst da angekommen. Es könnte noch knapp werden. Mit der Aufgabe. Ist ja auch noch ein Schiff von mir. Handelsmenü öffnen. 9600 gibt das. Hier, nimm das Zeug. Sehr gut.
Genau. Spielstand gespeichert. Wo sind denn jetzt die scheiß Schiffe? Hier hinten irgendwo. Neue Ziele? Ihr müsst weiter nach hinten, Freunde. Ihr ebenfalls. Wie fotografiere ich denn? Flotte geht auf Fahrt. Ah, ich glaube, hier ist das Zeugs. Ja, hier ist das Schiff zum Eskortieren. Flotte beginnt Geleitschutz. Flotte beginnt Geleitschutz. Das will ich hören. Haben wir eine ordentliche Flotte, die Geleitschutz bietet. Weil es schon lange nicht mehr... Ja, dann knallen wir den Riesenkraken ab. Sie wissen, ist, wie man jemanden abhängt. Das ist die Beryl. Ja. Ah, ich dachte schon. Genauso wie letzte Saison. Okay. Genau wie letzte Saison. Boah. Welch höchst erfreuliche Überraschung. Ach gut, er sucht halt immer noch Kohle. Habe ich mittlerweile wieder ein bisschen mehr Seife? Dann könnte ich dem nochmal Seife schicken. 207 Tonnen. Boah. Moment mal. Wo sind denn die Schiffe? Ich eskortiere. Ah, da vorne. Okay, ich sehe sie nicht. Alles klärchen. Oh. Nicht gut, nicht gut. Macht ein bisschen schneller, Schiffe. Das sind nur zwei Kanonenboote. Von wer ist das? Wilder Schwan und Europa. Ich weiß nicht, wie der heißt. Mit dem habe ich keine Diplomatie. Oh Gott. Ja, den euch geht's jetzt an den Kragen. Ui. Gucken, wie schnell das geht. Nach der zweiten Salve ist schon vorbei mit dem Dings. Ja, nicht ganz. Aber jetzt. Huch. So. Kann ich ein Depot, kann ich nicht ausbauen, ne? Kann ich ein zweites Depot bauen? Gib nochmal plus 50. Aber ich habe schon zwei Depots auf dieser Insel. Lol. Ich hab doch nur eins. Ah ne, das ist auch ein Depot. Oh. Okidoki. Jetzt kann ich die Aufgabe ja eigentlich annehmen, ne? Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen. Ah, ich muss ja nur ein Foto machen. Wie auf Wolken. Fotografieren Sie Segelschiff. Wasser vermag ein Schiff zu neuen. Geh mal hier so das Foto, komm. Gelüstet von 1. Haus überbringt seinen Dank. Ja, ich dachte, das wird eine schwierigere Aufgabe, aber was hat sie denn hier? Mehrere Hochöfen. Sitzen auf seinen Ästen mir fremde, schwarze Vögel. Und sie hat normale Straßen, nicht nur Feldwege. Ich bleib bei den Feldwegen. Das ist für mich in Ordnung. So, mit der Arbeitskleidung geht's voran. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann kann ich bald ein paar Bauern mehr upgraden, ne? Zum Beispiel jetzt. Wow. Ich spüre. Überall 9 von 10. Hier haben wir nochmal 10 von 10. Sehr gut, komm. Oh, das ist auch ein... Wow, überall nur 9 von 10. 97%. Uns fehlen Waren. Euch fehlt Holz. Ja. Kann passieren, ne? Eine Holzfällerhütte machen, eine dritte. Bringt ja nichts, ne? Bringt überhaupt nichts. Mach das einfach so. Wie viel Holz habe ich hier? 321 Tonnen. Nehmen wir mal 100 Tonnen Holz mit. Kurs gesetzt.
Oh, das ist ja mein Flaggschiff. Was ist denn das? Gespeichert. Eine Fregatte. Okay. Huch. Ist das die Beryl? Ja. Ich denke immer, wenn ich da den roten Punkt sehe. Boah, direkt bei den Piraten vorbei. Wenn ich den roten Punkt sehe, ist das das Stadtfest in La Isla steht kurz vor seinem Ende. Das ist schade. Ich will aber mal kurz reingucken da. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Wo haben sie denn? Ah, guck mal. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh. Ich will in den Ego-Modus, aber ich weiß nicht wie. Ja. Naja. Das Fest haben wir gesehen. Oh fuck. Und ich habe keine Feuerwache hier in der Nähe, oder? Shit. Wo sind denn die Feuerwachen? Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ja, ich muss die schnell bauen. Das habe ich vergessen. Ah, hier ist aber einer auf dem Weg, oder? Oder... Ich weiß nicht. Der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, das ist wieder lekturieren, mein Freund. Was ist das? Notstand. So habe ich es noch nie betrachtet. Beeinflusst die Einnahmen. Ja, wir brauchen Geld. Propaganda, zufrieden. Ja, wir müssen das jetzt halt so lekturieren, ne? Menschen lieben. Natürlich wissen sie, was das Beste ist. Weiß ich. Ich fühle das Chi. Wie deine Zeitung sagt, man kann nicht immer aus dem Vollen schöpfen. Aha. Die Flammen sind außer Kontrolle. Oh, Schatz. Ja, ich hab das ganz vergessen, ne? Gehört dieses Land ihrer Königin oder darf ich verspüre Trauer? Du besiedelst hier gar nichts neu. Oh Mann, bitte schnell. Bitte. Feuerwehr ist im Einsatz. Boah, das geht lange, bis dieser Brand. Vielleicht ist diese Insel ja noch. Nein, immer noch nicht. Sie ein Überbringer trügerischer Wahrheit. So. Okay, wir haben zwei Feuerwehren im Einsatz. Ich mache jetzt hier zur Sicherheit auch noch eine, weil man weiß nie. So. Oh Gott, ey. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich. Ja, das ist klar, wenn das Fest vorbei ist. So, jetzt warten wir noch, bis die Aufgabe hier abgeschlossen ist. Der ist wahrscheinlich bald hier angekommen. Dann ist das auch fertig. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr gut. Dann schicke ich euch beide. Manchmal muss man einfach an anderen. Genau, in eine andere Region und zwar in die neue Welt. Genau, macht euch mal auf den Weg, weil dann können wir dort die Quest weitermachen. So, und vom Willy gibt's jetzt dann auch Geld. Komm. Du hast einfach den Dreh raus. Sehr schön. Also, meine lieben Schiffe. Flotte erwartet Befehle. Hier geblieben. Jetzt kann ich sie alle so anvisieren. Sehr schön. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Alt-Châtel wurde erobert. Die Insel eines Konkurrenten. Hört jetzt der Beryl. Das hat der Madame King gehört. Das ist eigentlich die Insel, die ich haben wollte. Jetzt hat sie fast gar nichts mehr, ne? Militär, 37 noch. Okay, aber sie hat halt nur noch in der alten Welt diese kleine Insel hier. Okay, wenn man eine Insel erobert, muss man alles neu anfangen. Das wusste ich nicht. Aber okay. Was brennt immer noch hier? Aber es wurde kein Haus zerstört. Ist doch schon mal etwas. Zwischenfall in der Umgebung. Ich kann nichts ändern, naja. Ja, ich muss mal jetzt gar nicht warten. Das war's für heute. Der Park geht auch schon wieder 25 Minuten. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch noch. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.